Hallo, hallo. Heute möchte ich mal erklären das älteste uns bekannte Olmekendatum. Dieses finden wir ja auf einem kleinen Kalksteinfragment, das man in Chiapa de Corzo entdeckt hat, also im Bundesstaat Chiapas in Mexiko. Hier haben wir ein unvollständiges Datum in der langen Zählung. Aber man kann das Datum rekonstruieren und kommt damit auf das Jahr 36 vor Christus. Das wäre das früheste uns bekannte Datum, was wir also auf den Tag genau ausrechnen können. Viele wissen allerdings nicht, wie so eine Rekonstruktion funktioniert. Einige zweifeln auch komplett an diesem Datum, 36 vor Christus. Dabei ist es keine Hexerei. Eigentlich kein großes Geheimnis, wie man das macht. Aber am besten schauen wir uns das mal an. Wenn wir im Internet recherchieren, zur langen Zählung, zum ältesten Datum, dann werden wir auf diese Information stoßen von der sogenannten Stele 2 von Chiapa de Corzo. Und wir werden feststellen, dass praktisch alle Experten auf das gleiche Ergebnis kommen. Ne? 36 vor Christus zum Beispiel haben wir hier auf der Webseite der Mediathek, der INA, auch ein Foto von dem Fragment und die Information hier dazu. Fragmento de losa etc., also ein Fragment einer Kalksteintafel, die das unvollständige Initialseriendatum enthält von einem Datum in der sogenannten langen Zählung, heißt es hier. Seine Rekonstruktion erlaubt es zu bestätigen, dass dieses Stück das Datum des 8. Dezember 36 vor Christus registrierte, heißt es hier, womit es das älteste Datum in Mesoamerika wäre. Ja, das ist also ein wichtiges Stück. Ja, hier habe ich noch einen Artikel gefunden. Das ist jetzt ebenfalls auf Spanisch. Hier ein Artikel von Tomás Pérez Suárez von der UNAM-Universität in Mexico City mit dem Titel Die Istmus-Schrift oder Epi-Olmekische Schrift als Vorläufer der Maya-Schrift. Da finden wir einmal ein sehr schönes Foto und eine sehr gute Zeichnung von eben diesem Fragment. Wahrscheinlich war es übrigens keine Stele, nur einfach ein kleines Wandpanel, aber okay. So kennt man jetzt dieses Stück als Stele 2. Ja, und da heißt es hier, im Projekt der archäologischen Ausgrabungen, koordiniert von Gareth Lowe 1962 in Chiapa de Corzo, entdeckte man eine sehr lange Besiedlungssequenz von der Präklassik bis zum Moment des Kontaktes mit den Spaniern im 16. Jahrhundert. Und im archäologischen Kontext vom Ende der Präklassik bis zum Beginn der Protoklassik von 300 vor Christus bis 250 nach Christus entdeckte man ein Fragment einer Kalksteintafel von 19,4 cm Höhe, benannt Stele 2, die das früheste Initialseriendatum enthält. Dieses Stück heute im Museum, Regionalmuseum der Anthropologie in Tuxtla Gutiérrez, enthält auf sichere Weise nur die letzten drei Koeffizienten. Es fehlt der Koeffizient des Bakton und des Katon. Gut, wir sehen, Katon ist beschädigt hier, Katon-Koeffizient. Was aber nicht verhindert hat, das Initialseriendatum zu rekonstruieren, heißt es hier als 7, 16, 3, 2, 13, 6, Ben, 16, Schul, 8. Dezember 36 vor Christus. Wir haben also auch hier die gleiche Information. Ja,
Wie kommen wir also nun auf dieses Datum? Ne? Wir haben also dieses Fragment, hier eine andere Zeichnung. Es gibt also nichts weiteres. Und hier liest man also nun das Datum 7, 16, 3, 2, 13, 6 bin. Ja, wie kommt man dazu? Ne? Das ist die Preisfrage. Die lange Zählung erlaubt es uns, das gregorianische Datum genau zu bestimmen, auf den Tag genau. Das ist eine feine Sache. Hätten wir also zum Beispiel das Datum 8, 0, 0, 0, 0, dann hätten wir ein Datum im Jahr 41 nach Christus. Oder Baktun 9 beginnt im Jahre 435 oder Baktun 10 im Jahre 830. Die meisten Maya-Daten der langen Zählung beginnen mit der Nummer 9, denn sie liegen meistens in diesem Zeitraum irgendwo zwischen 400 und 800 nach Christus. Nur wenige sind im Baktun 10 und auch sehr wenige im Baktun 8 oder gar 7. Das ist schon sehr selten. Gibt es aber. So. Was machen wir, wenn wir ein Fragment haben? Wir können die lange Zählung also nicht komplett einwandfrei bestimmen. Erster Schritt ist immer, wenn man so eine Inschrift hat, die unvollständig ist, sich einfach zu notieren. Was wissen wir? Wir haben also hier Baktun unbekannt. Katun, da sehen wir einen Balken, sehr gut. Dann ein zweiter drüber ist sichtbar. Und danach ist einiges abgebrochen. Das heißt, der Koeffizient der 20 Jahre, also hier Katun, liegt irgendwo zwischen 10 und 19. Dann, sehr gut sichtbar, haben wir hier die Position der Jahre, Monate und Tag, also 3, 2, 13. Und die Position im heiligen Kalender 6 Ben, also Schilfrohr, was ja mit der 13 Position der Tage assoziiert ist, in der langen Zählung, ne, letzte Position. So, ja, ich wette, der Erste, der sich hier an eine Untersuchung gemacht hat, hat es mit dem Baktun 8 probiert, weil er sich dachte, 9 kann nicht sein, es wäre zu spät. Das ist ja so Ende der Präklassik ungefähr, Protoklassik, ne? Hat also probiert, 8, 10, 3, 2, 13 und hat sich die Kalenderrunde angeschaut. Warum? Untersucht man die Kalenderrunde, weil jedes Datum der langen Zählung eine ganz bestimmte Kalenderrunde hat. Das wäre hier in diesem Fall 4 Ben, 16 Chen, wobei hier der Monat, also Hab, uns weniger interessiert, denn das ist ja nicht aufgeschrieben in dieser Inschrift. So, wir notieren also hier lange Zählung und dazugehörige Kalenderrunde. Da die Inschrift, also hier in der zweiten Position, irgendeine Zahl zwischen 10 und 19 hat, müssen wir also hier die Rechnung durchführen für alle Positionen, alle möglichen Katun-Positionen, also 10, 11, 12, 13 und so weiter bis zur 19. Und so sieht es dann aus. So, jetzt hat sich hier der Erste, der sich das angeschaut hat, wette ich, gewundert und dachte, okay, Moment, 4 Ben, 2 Ben, 13 Ben, nanu, 6 Ben gibt es ja gar nicht. Und vielleicht eine Weile gestaunt, hat dann nochmal geschaut. Ja, hier ist nur 10. Also 9 wäre nicht möglich, weil bei den 9, 8, 9, 3, 2, 13, da hätten wir 6 Ben. Aber eindeutig haben wir mindestens hier noch einen zweiten Balken. Die 9 ist also nicht möglich. Ja, was macht man in so einem Fall, wenn man sieht, hier kommt man nicht weiter? Also meine Empfehlung ist in so einem Fall nicht mit dem Kopf, durch die Wand rennen. Also hier irgendeinen Fehler auf Kampf zu definieren, sondern wieder zum Anfang zurückzugehen und in aller Ruhe nochmal zu schauen.
Wir verwerfen also hier den Bakhtun-Koeffizienten 8 und schauen es nochmal an, in welchem zeitlichen Kontext wurde dieses Fragment entdeckt. Und da hieß es hier im Artikel, es ist alles möglich von 300 vor Christus bis 250 nach Christus. Und wenn wir uns die Tabelle nochmal anschauen, die Relation der Langezählung mit dem gregorianischen Datum, da sehen wir hier, das Datum konnte ja vor Christus sein. Und ein Koeffizient von 7 ist also sehr gut möglich. 7, 10, 0, 0, 0 wäre also hier im 2. Jahrhundert vor Christus auf jeden Fall möglich. Wir müssen also unbedingt hier weiter untersuchen mit dem Koeffizienten 7 für die erste Position, die Bakhtun-Position oder 400 Jahre. Ne? Und da sehen wir also hier 5 Ben, 3 Ben, 1 Ben, 12 Ben und so weiter. Und aha, bingo, hier haben wir einen Treffer gelandet, und zwar nur einen Treffer bei einem einzigen Datum. Und dieses heißt 7, 16, 3, 2, 13. Das ist also die einzige Möglichkeit. Ne? Und aus diesem Grunde sind sich die Experten alle einig, dieses Fragment zu rekonstruieren als 7, 16, 3, 2, 13. 6 Schilfrohr. Wenn wir das Datum einmal haben, komplett, dann können wir also das gregorianische Datum ausrechnen. Und da haben wir hier tatsächlich das Ergebnis. 8. Dezember 36 vor Christus. Das Erfreuliche hier ist, dass wir auf den Tag genau exakt die gleiche Angabe in den uns bekannten Quellen wiederfinden. Also hier im Instituto Nacional de Antropología e Historia, also auf der Seite der INAH. Auch hier im Artikel von Tomás Pérez Suárez von der UNAM. Beide geben also hier erfreulicherweise das korrekte Datum an, 8. Dezember 36 vor Christus. Das ist heutzutage leider nicht selbstverständlich, denn viele Experten, na, ich will nicht sagen, dass sie schludrig umgehen mit den Daten, wobei manchmal schon, oder viele benutzen einfach die falsche Korrelation, 2 Tage falsch, 3 Tage falsch, oder noch mehr Tage, einige haben da eine andere Meinung, die geht um Jahre auseinander. Aber das wäre das korrekte Datum. Ne? Ja, das war's soweit. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr uns ein Like schenken. Die Musik stammt von meinem Bruder, von Sven, auf der Barocklaute improvisiert. Ja, ihr könnt euch also unseren Kanal hier immer wieder mal anschauen. Da kommen immer mal neue Videos, einmal mit der Laute, wenn ihr schöne Musik wollt. Oder hier immer wieder mal ab und zu ein Video über die Geheimnisse der Maya-Kultur. Maya und Olmeken in diesem Fall. Gut, das war's. Bis zum nächsten Mal.